Eilmeldung, das, was wir bereits Anfang Januar alle annehmen konnten, dass Hans-Georg Maaßen sich von der Union abspalten wird und somit einem Parteiausschlussverfahren zuvorkommen wird, ist nun eingetroffen, denn soeben haben alle Mitglieder der Werteunion abgestimmt und 95% waren für eine Abspaltung der CDU-CSU und das hat weitreichende Folgen, nicht nur für die politische Landschaft, sondern auch für Deutschland und für das Superwahljahr 2024. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Was für ein langer Introsatz an dieser Stelle. Lassen wir doch hier mal ganz kurz Hans-Georg Maaßen selbst zu Wort kommen und ordnen wir das dann gleich mal ein. Insbesondere im Kontext von einer ganz wichtigen Partei, nein, nicht der AfD, nein, nicht der BSW, sondern der CSU. Und warum das richtig wichtig ist, erkläre ich gleich. Aber jetzt erstmal zu den Fakten. Hier seht ihr Hans-Georg Maaßen, sein offizieller Kanal auf X. Er schreibt hier, heute soll der Grundstein für die Gründung der Werteunion-Partei gelegt werden. Eine Partei, die sich gegen jede Form von Neosozialismus und Totalitarismus und Brandmauern stellt und das Land wieder nach vorne bringen wird. Wie zu erwarten, beginnt der ÖRR den Tag mit Diffamierungen. Die Tagesschau hat wohl ein privates Treffen vor einigen Tagen belauscht und verbreitet wieder Un- und Halbwahrheiten und dekontextualisierte Skandalisierungen. Tatsächlich ging es bei diesem Treffen nicht um Geld, sondern darum, sich kennenzulernen. Es war privat und so wurde auch gesprochen. Es waren auch nicht mehr Gäste erschienen, als eingeladen worden waren. Politische Agenten wurden umrissen. Manchmal ging es heiß her. Maaßen und seine Mitstreiter haben wiederholt klargemacht, dass Migranten, die sich integrieren wollen und können, willkommen sind und man massiv gegen jede Form von Antisemitismus vorgehe. Tatsächlich ging es wiederholt darum, welche Lehren aus Nationalsozialismus und Holocaust gezogen werden müssen. Im Speziellen, was destruktive und ausgrenzende Gruppendynamiken angeht. Rufmord und Diffamierungen seien ein Weg hin zu Massenpsychosen und der Entmenschlichung des Gegenübers und deshalb sehr gefährlich. Was macht der ÖRR? Genau das. Man kann es sich nicht ausdenken. Also, Hans-Georg Maaßen wird eine neue Partei gründen. Im Februar soll es dann soweit sein. Und übrigens, auch ganz interessant an dieser Stelle, ich hatte ja an einer der letzten Videos hier auch berichtet über den Fall Anna Nien von der AfD-Fraktion. Und die hat sich jetzt übrigens, das sage ich jetzt nur ganz kurz hier am Rande, selbst auch mit einem Video auf X geäußert. Wir können das Ganze mal ganz kurz hier zeigen. Also ich werde jetzt nicht das komplette Video hier abspielen, aber ich empfehle es jedem, weil auch dort erklärt Anna Nien, die selbst ja Deutsche mit Migrationshintergrund ist, sehr schön auch die Position der AfD bezüglich Deutschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, jeder Deutsche mit Migrationshintergrund kann sich hier schon sehr, sehr, sehr schön anschauen, wie die AfD-Partei dazu steht, die nämlich selbst zahlreiche Mitglieder auch hat, die einen Migrationshintergrund haben. Jetzt aber zurück zu Maaßen. Und was eigentlich hat das jetzt konkret mit der CSU zu tun? Nun, ganz einfach, werfen wir doch ganz kurz mal einen Blick auf einen der letzten Umfragen. Hier in diesem Fall von YouGov. Vorhin hatten wir ja über die INSA gesprochen, da war die AfD ein bisschen schwächer, die SPD auch ein bisschen schwächer und die CDU, CSU ein bisschen stärker. Aber schaut mal hier, CDU, CSU. Und das sind ja nicht dieselben Parteien, die teilen sich nur eine Fraktion. Das heißt, deren Stimme, auch bei den Umfragen, werden immer zusammengezählt. Jetzt ist es aber so, dass die Ampel ja ein neues Gesetz gemacht hat. Und ich kann dazu natürlich noch die jeweiligen Artikel hier verlinken, wenn ihr wollt. Da geht es viel um das Thema Zweitstimmendeckung und Grundmandatsklausel und so weiter. Deswegen ist auch
Söder ja diesbezüglich ziemlich ausgeflippt und hat schon von einem Angriff auf die Demokratie und so weiter gesprochen. Kurz und auf Deutsch erklärt bedeutet es, dass die CSU in den ganzen letzten Wahlperioden auch ohne 5%-Hürde in den Bundestag eingezogen wäre, nämlich aufgrund ihrer Direktmandate und so weiter und weil sie in Bayern eben so stark ist. Gut, unter Söder schon lange nicht mehr so stark wie früher, ja, noch unter Stoiber und Seehofer und so weiter, aber eben hat es ausgereicht. Jetzt aber durch eben diese Zweitstimmendeckung und durch die Grundmandatsklausel ist es eben für die kommende Bundestagswahl der Fall, dass die CSU eben bundesweit insgesamt auch mindestens auch 5% aller Stimmen kommen muss, um überhaupt in den Bundestag einzuziehen. So, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Bei der letzten Bundestagswahl waren es nämlich gerade mal 5,2% der Stimmen. Ja, ja, lieber Herr Söder, da wird's auf einmal ziemlich kritisch. Vielleicht sollten Sie es nicht zu sehr mit dem Aiwanger verscherzen, weil sonst wird die CSU vielleicht doch noch schwächer in Bayern und droht dann vielleicht bei der kommenden Bundestagswahl einfach aus dem Bundestag rauszufliegen. So wie ich immer sage, die Maastricht-Verträge aus der EU. Spannendes Thema übrigens, müssten wir auch mal in einem Video beleuchten. Das wiederum hätte natürlich auch eine extreme Auswirkung, weil nämlich auf einmal der CDU-CSU-Fraktion nicht nur die Werteunion und deren Mitglieder aus der CDU ausgeschieden und davon gelaufen wären, sondern auf einmal auch noch die der CSU im Bundestag fehlen würden. Und dann wird's langsam richtig tricky, nämlich vor allem, wenn Merz nicht definiert, ja, mit wem will er denn eigentlich noch zusammen koalieren? Mit den Grünen, hat er ja gesagt, will er nicht so wirklich. AfD gibt's ja eine Brandmauer. Zu Maaßen will er wahrscheinlich auch eine Brandmauer. CSU ist aber potenziell nicht mehr dabei. Und SPD, wenn sie denn dann, schauen wir mal, über die 10% kommt, könnte auch sehr knapp werden. Das heißt, auf die CDU kommen meiner Prognose nach in diesem Wahljahr noch massive Probleme hinzu. Was jetzt zum Beispiel diese BSW-Partei angeht, da hat ja auch Kollege Alex vom Vermietertagebuch ein spannendes Video gemacht. Ich glaube, diese Partei, unabhängig davon, dass sie sowieso es nicht hinkriegen wird, bei den Landtagswahlen überhaupt anzutreten, hat ja auch gleich erstmal direkt am Anfang, ja, jetzt erstmal komplett gegen ihre eigentlichen Grundwerte und so weiter verstoßen. Ich kann mich ja noch vor einem Jahr war es ungefähr an die ganzen Friedensdemonstrationen und so weiter erinnern, von Sarah Wagenknecht zusammen mit, wie heißt sie nochmal, ich habe gerade ihren Namen vergessen, ja, und ja, wir wollen Frieden und so weiter, aber jetzt hat sie hier, wie man sieht, bei der namentlichen Abstimmung, so wie die meisten anderen Abgeordneten auch, dafür gestimmt, den Antrag der AfD auf eine Friedensinitiative in der Ukraine eben abzulehnen. Jetzt sage ich schon Ukraine, ja, als nächstes sage ich noch Kokaine, geht ja richtig los. Also, da ist auf einmal hier bei der BSW auch durch die Brandmauer natürlich jede Menge im Argen. Ich glaube, das wird keine ernstzunehmende Alternative hier werden. Und interessant wird also vor allem jetzt sein zu beobachten, von wem kommen jetzt zusätzliche Stimmen, die vielleicht zur Werteunion wandern. Und meine Prognose ist, wahrscheinlich einige von der FDP, wahrscheinlich einige von der CDU und der CSU, wahrscheinlich auch einige von der AfD, vielleicht sogar von der SPD, falls sich dort noch einer findet, der ähnlich wie ein Sarrazin oder so weiter tickt, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass vor allem CDU, CSU am meisten zu zehren haben werden, vor allem auch mit dem Umgang, den sie mit der Werteunion hatten. Und das ist ein richtig interessanter Tumult, der sich jetzt da abspielen wird. Also man kann sagen, dieses Wahljahr, so spannend es ja auch überhaupt schon begonnen hat, ich glaube, das wird von Tag zu Tag spannender. Ich freue mich ehrlicherweise, das Ganze auch hier so ein bisschen auf YouTube für euch zu begleiten.
Keine Sorge, wir werden hier täglich weiterhin diese Videos machen. Da entgeht uns absolut gar nichts, versprochen. Und ich bin gespannt, was eure Prognose ist. Was glaubt ihr, wird jetzt die Werteunion für Folgen für Deutschland haben? Und auch was die CSU und so weiter betrifft, bin ich gespannt, wie ihr das seht.